Jesus, sanft und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich gebe mich dir hin. O Jesus, ich gebe mich dir hin. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du, o Mutter, ich gebe mich dir hin. Sorge du, o Mama, ich gebe mich dir hin. Sorge du, o Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du, o Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du, o Mutter, ich gebe mich dir hin. Sorge du, o Mama, ich gebe mich dir hin. Sorge du, o Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Fangst du auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Hochgelobt und angebetet sei das allerheiligste Sakrament des Altares. Liebe Schwester Emanuel, wir sind jetzt hier. Wir sind hier und wir danken dir, dass du dir heute Zeit nimmst, dass wir mit dir an der Hand der Gottesmutter zu Jesus gehen dürfen. Ich liebe, ich brauche dich, so heißt das Thema. Und wir möchten dich hier in Lustenau und aus Lustenau ganz herzlich willkommen heißen. Danke, Schwester Emanuel, und herzlich willkommen hier bei uns. Und dann können wir im Prinzip gleich beginnen. Cari amici, cari fratelli e sorelle, vi saluto tutti. Liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern, ich grüße euch alle. Grazie padre del tuo invito, padre. Danke, Padre Thomas, für deine Einladung. Grazie, Melchtilde, per il tuo servizio di traduttrice che hai fatto l'anno scorso già. Für die Übersetzung, wie wir schon letztes Jahr gemacht haben. Allora, sono contento di essere in mezzo a voi oggi. Ich bin sehr glücklich, unter euch heute zu sein. Sapete che oggi in Francia e a Roma è una grande festa perché c'è la canonizzazione di Charles de Foucault. Ihr wisst sicher, dass heute in Rom ein großes Fest ist, denn es ist die Heiligsprechung von Charles de Foucault. Lo conoscete, certamente. Ihr kennt ihn sicher. Bene. Wir zeigen euch. Alla fine pregheremo la sua meravigliosa preghiera di abbandono a Dio. Am Ende werden wir sein wunderbares Gebet der Hingabe an Gott beten. Allora, oggi vorrei dire qualche cosa a voi per aiutarvi in questo momento difficile. Heute möchte ich zu euch sprechen, um euch zu helfen in dieser schwierigen Zeit, in der wir im Moment leben. Perché c'è una urgenza di consolare i vostri cuori. Denn es ist ganz notwendig, dass wir eure Herzen trösten. E di darvi una speranza cristiana vera. Und euch wahre christliche Hoffnung zu schenken. Perché oggi, come lo dice anche la Madonna, denn heute, so wie die Gottesmutter sagt, c'è una grande oscurità nei cuori e nelle coscienze. Ist eine große Dunkelheit, sowohl in den Herzen als auch im Gewissen. Voglio leggere uno dei messaggi dato da Medjugorje Mirjana. Ich möchte euch eine Botschaft vorlesen, die die Gottesmutter Mirjana gegeben hat. Allora. Figli miei. Meine Kinder. Figli miei, sopra di voi. Meine Kinder, über euch.
allargano sempre più le ombre delle tenebre. Nehmen die Schatten der Finsternis und Täuschung immer mehr zu. E dell'inganno. Und sie täuschen euch. Io vi chiamo verso la pace e la verità, la luce e la verità. Aber rufe euch auf zum Licht, zum Frieden und zur Wahrheit. Io vi chiamo verso mio figlio Gesù. Ich rufe euch zu meinem Sohn. Guardate, importante questo. Solo lui può convertire la disperazione e il dolore in pace e serenità. Schau, das ist wichtig. Nur er, sagt die Gottesmutter, kann Verzweiflung und Leid in Frieden und Freude verwandeln. Solo lui può dare speranza nei dolori più profondi. Nur er kann in den tiefsten Schmerzen Hoffnung geben. Però per ottenere questo ci vuole un cammino. Aber um das zu erhalten, braucht es einen Weg. Das geht nicht von heute auf morgen. Perché vediamo che oggi le ferite si allargano. Denn wir erleben alle mit, wie sich heute die Wunden vergrößern. Le guerre si moltiplicano anche in diversi posti del mondo. In verschiedenen Orten der Welt gibt es immer mehr Krieg. E anche nelle famiglie. Allora ci feriamo a vicenda, e le ferite aumentano. Auch in den Familien werden die Wunden größer, weil wir uns gegenseitig immer mehr verwunden. Abbiamo il diritto di dire basta, basta. Wir haben das Recht zu sagen, jetzt ist genug, genug damit. E non dobbiamo accettare questo come una fatalità. Und wir dürfen das nicht annehmen wie etwas, was einfach da ist und wir können nichts ändern. Perché la Madonna aspetta da noi di dare fecondità alle nostre prove. Denn die Gottesmutter ist unter uns, um aus unseren Prüfungen Frucht hervorgehen zu lassen. Chiediamo a Dio, ma cosa ne dici tu di questa situazione? Also fragen wir Gott, was sagst du zu dieser Situation? Come mai siamo arrivati a questo guai? Wie sind wir in dieses Chaos gekommen? Allora, stranamente, la Madonna ci ripeta, sono con voi. Eigenartigerweise wiederholt die Gottesmutter uns immer wieder, ich bin mit euch. E più la situazione sembra peggiorare, und je mehr sich die Situation verschlechtert, più lei ci parla della gioia, della pace, della speranza. Umso mehr spricht die Gottesmutter zu uns von der Freude, vom Frieden, von der Hoffnung. Ci dice anche, siate gioia, siate pace, siate speranza. Sie sagt sogar, seid Freude, seid Hoffnung, seid Frieden. Certamente lei avrà un segreto da condividere con noi. Also sie hat sicher ein Geheimnis, das sie mit uns teilen möchte. Lei guarda sempre in alto negli occhi del suo figlio Gesù. Sie schaut immer aufwärts in die Augen ihres Sohnes. Allora, voglio condividere con voi una piccola analisi concreta del come ottenere la vittoria. Ich möchte mit euch eine kleine Analyse teilen, wie wir den Sieg davontragen können. Allora, quando abbiamo una sofferenza, wenn wir ein Leiden haben, allora sia una malattia, un lutto, un tradimento, un tradimento, chissà. Eine Krankheit oder eine Traurigkeit, weil jemand gestorben ist oder eine Enttäuschung, was auch immer. Allora si apre in noi una ferita. Dann öffnet sich in uns eine Wunde. E questa ferita fa male se insanguinata. Und diese Wunde, die tut weh und sie blutet. E dal momento che ci abbiamo una prova, siamo automaticamente sul campo di battaglia. In dem Moment, wo wir uns in so einer Prüfung befinden, sind wir gleichzeitig auf einem Schlachtfeld. E questo campo di battaglia dobbiamo lottare per vincere. Und in diesem Schlachtfeld müssen wir den Kampf kämpfen, um zu siegen.
perché ci tratta dell'nemico che arriva per infettare la nostra ferita. Denn es geht darum, dass der Feind uns, sich uns nähert und er möchte diese Wunde infizieren. Perché nella situazione di una sofferenza diventiamo molto vulnerabili. Denn wenn wir in einem Leiden sind, sind wir noch mehr verwundbar. E lui ne profitta. Und er trägt davon, profitiert davon. Allora vuole mettere, diciamo, iniettare nella nostra ferita i suoi veleni. Er möchte sein Gift in uns hinein iniezieren. Allora dico qualche esempio dei veleni che c'ha lui. Einige Beispiele, was, welche Gifte er hat. Ad esempio la rabbia. Zum Beispiel die Wut. L'amarezza. Die, dass man so. La gelosia. Dass man eifersüchtig ist, dass man so traurig oder hart wird. La chiusura del cuore. Dass man das Herz verschließt. La ribellione. Die Rebellion. La disperazione. Zweiflung. Il dubbio sull'amore di Dio. Zweifel an der Liebe Gottes. Mi fa pensare che faccio schifo. Er lässt mich denken, ich bin schrecklich und nichts wert. Che siamo un fallimento. Dass wir nur Versager sind. E lui è molto bravo per iniettare questi veleni da noi. Er ist sehr raffiniert, um dieses Gift in uns hinein zu injizieren. Inserisce nella nostra coscienza questi veleni talmente che noi pensiamo che vengono da noi questi pensieri. Er gibt diese Ideen, diese Gedanken in unser Gewissen, so dass wir gar nicht merken, dass es eigentlich nicht unsere Gedanken sind, sondern dass sie uns vom Feind eininjiziert wurden. E si serve di una tipo di logica umana. Und er benutzt dabei eine menschliche Logik. E allora dico, mai, mai, mai ascoltare queste voci del maligno. Also ich sage euch, hört nie, nie, nie auf diese Stimmen des Bösen. Perché se lo ascoltiamo, denn wenn wir darauf hören, soffriremo molto di più, dann leiden wir viel mehr, e perdiamo completamente la pace. Als eigentlich notwendig ist und wir verlieren total den Frieden. Allora, come sapere che i pensieri, i sentimenti che abbiamo vengono dal maligno? Aber wie können wir feststellen, ob unsere Gefühle und unsere Gedanken vom Bösen kommen? È molto facile questo discernimento. Diese Unterscheidung der Geister ist sehr einfach. Vi do un esempio. Ich gebe euch ein Beispiel. Io ho perso un caro, un marito, un figlio, una moglie, un caro. Ich habe jemanden verloren, der mir lieb ist. Einen Mann, eine Tochter, einen Sohn. Irgendjemand, der mir lieb ist, am Herzen liegt. Cosa farà il maligno per mettermi nella tentazione? Was macht der Böse, um mich in Versuchung zu bringen? Ci suggerisce nella nostra coscienza. Ma chi è questo Dio che ti ha rubato il tuo marito? Er gibt uns den Gedanken ein, aber wer ist dieser Gott, dass er dir deinen Mann genommen hat? Ma guarda questo Dio che ti ha rubato il tuo piccolo figlio che amavi tanto. Schau, dieser Gott, schau ihn dir an, der dir deinen kleinen Sohn genommen hat, den du so liebtest. Ma questo Dio non ti ama. Aber dieser Gott, er liebt dich nicht. Lui non prende cura di te. Er kümmert sich nicht um dich. Lascia stare questo Dio. Lass diesen Gott. Lui c'ha migliaia di persone e dunque non sei importante per lui. Es gibt Millionen von Menschen, tu bist nicht wichtig für ihn. E così lui, il maligno, ci ha iniettato il dubbio sull'amore di Dio. Und so hat uns
der Böse den Zweifel über die Liebe Gottes injiziert. Allora, se abbiamo questo pensiero di dubitare, wenn wir so einen Gedanken des Zweifels in uns haben, allora, come fare per il discernimento? Wie können wir dann die Unterscheidung der Geister vornehmen? La risposta è nel Vangelo di Gesù. Die Antwort ist im Evangelium Jesu. E chiedete a voi stessi. Fragt euch selbst. Ma sarebbe Gesù che mi direbbe di dubitare dell'amore del Padre? Kann das Jesus sein, der mich dazu bringt, an der Liebe des Vaters zu zweifeln? Può Gesù darmi questo pensiero? Kann Jesus mir diesen Gedanken geben? Lui che mi ha sempre dato nel Vangelo di amare il Padre, di avere questa unità col Padre. Er, der mir immer im Evangelium gesagt hat, dass er in voller Einheit mit dem Vater lebte und dass er den Vater liebt. Di lodare il Padre, di ringraziare il Padre. Dass wir den Vater loben sollen, preisen sollen und ihm danken sollen. Di avere fiducia nel Padre, nelle sue vie. Dass wir Vertrauen haben sollen in die Wege, die der Vater uns führt. Allora, questo pensiero, anche sentimento del dubbio, non lo voglio. Also, diesen Gedanken und auch dieses Gefühl des Zweifels will ich nicht. Lo rifiuto categoricamente. Ich verneine, ich lehne es absolut ab. Non è mio, viene dal maligno e non lo voglio. Es ist nicht von mir, es kommt vom Bösen und ich will ihn nicht. Allora, cosa succede a quel momento? Also, was passiert in diesem Moment? Avete usato la vostra libertà dell'anima? Ihr habt in eurer Seele die Freiheit. Nella tentazione avete scelto lo spirito di Gesù. Und ihr habt in dieser Entscheidung euch für den Geist Jesu entschieden. E invece di farvi trappolare dalla suggezione del maligno, und statt in die Falle des Bösen hineinzufallen, avete fatto una bella vittoria, habt ihr einen wunderbaren Sieg errungen, perché avete scelto la luce di Gesù. Denn ihr habt das Licht Jesu gewählt. Un altro esempio. Ein anderes Beispiel. Sono molto malata. Ich bin sehr krank. Non è una novità, ho sempre sofferto nel mio corpo. Ich habe immer in meinem Körper gelitten, es ist nichts Neues. E adesso mi arriva un'altra malattia più grave. Und jetzt gesellt sich noch eine andere Krankheit dazu, die noch schlimmer ist. A quel momento sono sul campo di battaglia. In diesem Moment bin ich im geistigen Kampf. Allora, cosa mi fa sentire il maligno? Und was will mir das Böse eingeben, dass ich es fühlen soll? Ma vedi, non fa senso tutte queste malattie, tutti questi dolori, non fa senso. Also schau, alle diese Krankheiten, diese Schmerzen haben keinen Sinn. Dovresti prendere la tua vita adesso. Tu ti devi prendere, tu musst dir das Leben nehmen. Non è vivere quello che hai adesso, non è vita. Das, was du jetzt lebst, ist kein Leben mehr. Vedi, tu scegli il suicidio e in qualche minuti si ferma la sofferenza. Schau, wähle den Selbstmord und in wenigen Minuten hast du das ganze Leiden hinter dir. Ecco, il veleno della disperazione. Schau, das ist das Gift der Verzweiflung. E sappiamo che purtroppo tanti, tanti lo prendono dentro. Und wir wissen, dass viele, viele dieses Gift aufnehmen. Come discernere allora? Und wie können wir jetzt hier die Unterscheidung treffen? Dal Vangelo vediamo cosa dice Gesù. Also im Evangelium hören wir, was Jesus uns sagt. E chiedete a voi stessi. Und fragt euch selbst. Ma Gesù potrebbe dire a me, prendi la tua vita? Könnte Jesus zu mir sagen, nimm dir das Leben? No, certamente no, mai. Lui è la vita, la risurrezione. Nie würde er das sagen, denn er ist das Leben und die Auferstehung. È lui il maestro della vita e della morte. Er ist der Meister des Lebens
und des Todes. E lui vuole consolare noi. Und möchte uns trösten. Dunque questa disperazione, anche se la sento nel mio cuore, la rifiuto perché non è da Dio. Wenn ich diese Verzweiflung spüre, auch in meinem Herzen spüre, möchte ich sie ablehnen. Ich möchte sie nicht, denn sie kommt nicht von Gott. Allora, invece di farmi trapolare e forse morire dal maligno, also anstatt in die Falle hineinzufallen und mir das Leben zu nehmen, sul campo di battaglia ho fatto una bella vittoria grazie a Gesù e alla sua parola. Habe ich gesiegt, wenn ich es ablehne, dann dem Wort Jesu. Bene, potrei moltiplicare tutti questi esempi. Also diese Beispiele könnten wir jetzt fortführen, noch lange. Allora, sul campo di battaglia non c'è solo Satana che si presenta. Also auf diesem Kampffeld ist nicht nur Satan, der sich präsentiert. Certo che c'è anche Gesù che arriva. Da ist natürlich auch Jesus, der da ankommt. Lui è sempre vicino a noi. Er ist uns immer nahe. Solo che Satana parla molto forte, la sua voce si serve delle nostre debolezze, parla forte. Nur, dass Satan sehr laut spricht und dass sich unserer Schwächen bedient. Invece, quando si avvicina Gesù a noi, während wenn sich Jesus uns nähert, lui ci parla con una voce molto umile, piena di rispetto. Dann spricht mit einer sehr demütigen Stimme und voll Respekt. E questa voce la sentiamo nella preghiera col cuore. Und diese Stimme hören wir, wenn wir mit dem Herzen beten. Perché una voce dolce, come un murmurio. Denn es ist eine sanfte Stimme. Infatti lui ha detto già a Suor Faustina. Er hat schon zu Faustina gesagt, Jesus. Io parlo a tutte le anime. Ich spreche zu allen Seelen. Ma pochi sono le anime che sentono la mia voce. Aber ganz wenige Seelen nur hören meine Stimme. Perché la mia voce è come un murmurio, una melodia. Denn meine Stimme ist wie eine Melodie. Che sa solo le anime in raccogliamento sentono. Die nur die Seelen hören, die gesammelt leben. E dobbiamo dire che sul campo di battaglia questo raccogliamento manca tanto oggi. Und wir müssen sagen, dass auf diesem geistigen Schlachtfeld diese Sammlung sehr fehlt bei uns. Perciò la Madonna tante volte ci chiama a pregare col cuore nel silenzio dell'anima. Oft bittet uns die Gottesmutter, dass wir in der Stille unserer Seele mit dem Herzen beten. Allora, cosa mi direbbe Gesù? Was würde mir also Jesus sagen? Lui mi direbbe, figlio mio, figlia mia, non aver paura. Er würde mir sagen, mein Sohn, meine Tochter, hab keine Angst. Sono qui con te. Ich bin hier mit dir, bei dir. Non sei da solo. Du bist nicht allein. Vedi le mie ferite, le mani, i piedi, il costato. Vedi come ho sofferto anch'io. Schau meine Wunden an den Händen, an der Seite, an den Füßen. Schau wie ich gelitten habe. Capisco la tua sofferenza. Ich verstehe dein Leiden. Non aver paura perché tu e io insieme ce la facciamo. Hab keine Angst, denn du und ich zusammen, wir schaffen es. E se Gesù vede che lo ascoltiamo così, vediamo la sua presenza. Und wenn Jesus sieht, dass wir so hinhören und seine Gegenwart aufnehmen können. Lui allora ci farà una domanda. Dann stellt uns eine Frage. E ci chiederà. Mi dai la tua sofferenza? Gibst du mir dein Leiden? Mi offri la tua ferita?
Opferst du mir deine Wunde auf? E se accettiamo questo proposto di Gesù? Und wenn wir dieses Angebot Jesu annehmen, possiamo dare a Gesù, diciamo, sì, dare a, offrire a Gesù la ferita che ci fa così male. Und wenn wir dann diese Verwundung, die uns so wehtut, aufopfern und Jesus schenken, Gesù la vede come un regalo incredibile, meraviglioso. Dann empfängt das Jesus wie ein unglaublich schönes, wunderbares Geschenk. È un regalo per lui che vede come una, un tesoro inestimabile. Es ist ein Geschenk, das er wie einen Schatz, einen unschätzbaren Schatz sieht. Non ci rendiamo conto come Gesù è contento nelle nostre offerte. Wir sind uns dessen nicht bewusst, wie glücklich und dankbar Jesus für unsere Aufopferung es sind. Ma dal momento che ha ricevuto questo dono, cosa ne fa della mia ferita? Was macht Jesus, wenn er dieses Geschenk bekommen hat? Was macht er mit meiner Wunde? Lui prende il regalo da noi. Er nimmt dieses Geschenk von uns. E la mette la mia ferita proprio sulla sua ferita del cuore trafitto. Und er nimmt unsere Wunde und legt sie auf seine Wunde in sein Herz, das durchbohrt ist. In modo che la mia ferita e la sua ferita diventano una sola cosa. So dass meine Wunde und seine Wunde ein einziges werden. E questo darà un gran valore alla mia ferita. Und das gibt meiner Wunde einen großen Wert. Una grande fecondità. Eine große Fruchtbarkeit. E anche frutti che non possiamo oggi immaginare. Und bringt Früchte, die wir uns heute gar nicht vorstellen können. Allora, se io ho nascosto la mia ferita nel cuore di Gesù, also wenn ich meine Wunde im Herzen Jesu verborgen habe, posso ricordare cosa è uscito dal cuore trafitto di Gesù sulla croce? Dann denken wir an das, was ist aus dem Herzen Jesu am Kreuz herausgekommen. Lo sapete bene, sangue e acqua. Das wisst ihr gut, Wasser und Blut. Ma non solo questo. Aber nicht nur das. Sono usciti la pace. Es kam aus seinem Herzen der Friede. La luce divina. Das göttliche Licht. La misericordia. Die Barmherzigkeit. La salvezza, die Rettung, tutti i sacramenti vengono da lì. Alle Sakramente kommen aus dieser Wunde. E grazie a questo cuore di Gesù, tante anime sono salvate. Und dank dieser Wunde, dieser Herzwunde, Jesus sind viele Seelen gerettet worden. Allora, potete capire se le sofferenze sono unite a quella di Gesù? Also, wenn meine Wunden mit den Wunden Jesu vereint sind, posso partecipare a questo fiume di benedizione che esce dal cuore di Gesù. Dann habe ich Anteil an diesem Fluss von Segen, die aus Jesu hervorgehen. Nel flusso del sangue e dell'acqua di Gesù c'è la mia ferita anche. In diesem Ausfluss von Wasser und Blut aus dem Herzen Jesu ist auch meine Wunde. Perché ormai Gesù e io siamo una sola cosa. Denn mittlerweile sind Jesus und ich eins geworden. E allora così vedete la fecondità della mia ferita, della mia sofferenza. Schau, und so seht ihr die Fruchtbarkeit meines Leidens. Perché lavoro con Gesù per la salvezza del mondo. Denn durch dieses aufgeopferte Leiden arbeite ich mit Jesus für das Heil der Welt. Perciò lui mi ha fatto questa domanda. Dammi la tua ferita. Deshalb hat er mir diese Frage gestellt. Gibst du mir deine Wunde? Perché grazie a questo dono dalla mia parte. Denn dank dieses Geschenkes von meiner Seite her. Lui può estendere la salvezza più lontano a più di anime.
kann er sein Heil ausbreiten auf viel weiter, auf viel mehr Seelen. Allora, invece di essere miserabile ascoltando il maligno che mi vuole distruggere, also statt so ganz elend beisammen zu sein, wenn ich auf die Stimme des Bösen höre, der mich zerstören möchte, aiuto Gesù a salvare più di anime, dann kann ich Gott Jesus helfen, mehr Seelen zu retten. E divento un co-redentore o una co-redentrice. Und ich werde ein Miterlöser oder eine Miterlöserin. E solo in cielo incontreremo le persone che hanno approfittato della mia offerta. Und erst im Himmel werden die Menschen sehen, die von meinem Opfer profitiert haben. Dunque, per farla corta, also um es kurz zu machen, sul campo di battaglia dove siamo, auf dem geistigen Schlachtfeld, auf dem wir uns befinden, quando arriva la ferita, la sofferenza, diciamo, la prova, wenn eine Prüfung kommt, ein Leiden, eine Wunde, ci abbiamo una scelta da fare. Dann müssen wir eine Entscheidung treffen. Sia che sentiamo il maligno che ci vuole distruggere, entweder wir hören auf das Böse, der uns zerstören möchte, e lasciamo entrare tutti i suoi veleni in noi, und wir lassen alle seine Gifte in uns eindringen, sia che siamo consapevoli che c'è ancora Gesù in noi, oder wir sind uns dessen bewusst, dass Jesus noch bei uns ist, e decidiamo di sentire la sua voce divina. Und wir entscheiden uns, seine göttliche Stimme zu hören. La voce divina che ci vuole salvare e costruire invece di distruggere. Diese göttliche Stimme, die möchte uns retten und möchte uns heilen, statt aber nicht uns zerstören. Allora vi suggerisco una cosa. Deshalb möchte ich euch etwas ans Herz legen. Quando una prova bussa alla porta del vostro cuore. Wenn eine Prüfung an eurem Herzen klopft. Pensate, sono arrivato a un bivio. Also, dann denkt sofort, ich bin an einem Scheideweg angekommen. E dite, ecco il bivio, devo fare la decisione giusta. Ich bin an dieser Kreuzung und ich muss jetzt die richtige Entscheidung treffen. Sia che scelgo a destra il sentire il maligno. Entweder ich höre auf rechts, wo das Böse. O girare verso l'altra parte per sentire la voce di Gesù. Oder ich wende mich der anderen Seite zu und höre die Stimme Jesu. Carissimi, questo è essenziale. Meine lieben Freunde, das ist essenziell, das ist wesentlich. Se pensiamo, ecco il bivio, utilizzo la mia libertà per scegliere Gesù, sono salva. Wenn ich mich bei dieser Entscheidung Jesus zuwende, dann bin ich gerettet. Penso che tutti voi avete incontrato delle persone che hanno sofferto molto. Ich denke, jeder von uns hat schon Menschen getroffen, die viel gelitten haben. Qualche persone sono diventate amare, cattive, sempre si lamentano di tutto e di tutti. Es gibt manche Menschen, die sind bitter geworden und böse und sie beklagen sich immer über alles und alle. Perché non hanno sopportato la sofferenza e hanno ascoltato il maligno. Denn sie haben das Leiden nicht getragen und haben auf die Stimme des Bösen gehört. Allora, come mai un'altra persona con le stesse sofferenze grandi? Und wie ist es dann möglich, dass eine andere Person mit den gleichen Leiden, questa persona è diventata un angelo di consolazione per gli altri, ein Engel des Trostes für die anderen geworden ist, è una persona che ama tutti, ein Mensch, der alle liebt, che si dà da fare per aiutare le persone, der sich bemüht, alle Menschen zu helfen, che anche nella sofferenza c'è un sorriso, c'è un sguardo chiarissimo, pieno di luce. Der ein Lächeln auf dem Gesicht trägt und einen lichtvollen Blick hat. Ne conosciamo delle persone così. Wir kennen auch solche Menschen.
Sorbestil, tu sei una. No. E non traduce questo. Scusa. Wir kennen alle solche Menschen. Ok. Comunque, allora, li conosciamo e siamo angeli in mezzo a noi. Also, das sind wie Engel unter uns. E attirano le anime verso Dio. Und sie ziehen die Menschen zu Gott. Allora, si riconoscono con una cosa particolare che ho notato io. Und sie erkennen sich mit etwas, man erkennt sie mit etwas Bestimmtem, was ich festgestellt habe. Del loro sguardo. An ihrem Blick. C'è la dolcezza e la mitezza di Gesù. In ihrem Blick ist die Sanftmut und die Güte Jesu. È bellissimo. Und das ist wunderschön. Bellissimo, veramente. Invece nel sguardo delle persone che hanno ascoltato il maligno. Und die Menschen, die auf das Böse gehört haben. C'è la paura. Sie haben Angst. Inquietudine. Sie sind unruhig. Forse la gelosia, la cattiveria. Sie haben oft Eifersucht oder Bosheit in sich. Il lamento continuo. Sie beklagen sich ständig. Allora, un consiglio quando arriva la prova, un piccolo consiglio di sorella, diciamo. Noch einen kleinen Hinweis, einen kleinen Ratschlag von mir als Schwester. Qualsiasi la forza della prova che ricevete. Wenn die Prüfung stärker wird. Che la prima reazione sia, oh Gesù, ti ringrazio. Dann sagt als erstes, oh Jesus, ich danke dir. Ce l'ha insegnato la Madonna tramite la veggente Witzka. Das hat uns die Gottesmutter durch Witzka, durch die Seherin gelehrt. Dio sa quante malattie ha avuto lei. Nur Gott weiß, wie viele Krankheiten sie hat und getragen hat. È sempre nel ringraziamento. Und sie ist immer in Dankbarkeit. Sie una volta ho chiesto, ma Witzka, hai visto la Madonna ogni giorno da 40 anni? Sarà molto difficile e duro per te quando lei non ti apparirà più. Einmal habe ich ihr gesagt, Witzka, jetzt siehst du jeden Tag die Gottesmutter. Es muss sehr schwer für dich werden, wenn sie dir einmal nicht mehr erscheinen wird. Oh no, Sor Emanuel, perché dirò alla Madonna, oh grazie Madonna per aver apparito a me tutti questi anni. Grazie, grazie per il dono. Na, ich werde einfach zur Gottesmutter dann sagen, danke Gottesmutter, dass du mir so viele Jahre erschienen bist. Danke für dieses Geschenk. Col ringraziamento, con la lode, la prova diventa più leggera. Mit der Dankbarkeit und dem Lobpreis wird die Prüfung leichter. Perché sappiamo che Gesù c'è un piano attraverso questa prova. Denn wir wissen, Jesus hat durch dieses Leiden einen Plan mit uns. Come dice la Madonna, la sofferenza fa alzare l'anima. So wie die Gottesmutter sagt, das Leiden lässt die Seele erhöht werden, weiter werden. Erhebt die Seele. Vi do un esempio simpatico, diciamo. Ich erzähle euch noch ein schönes Beispiel. Allora. Suppongo che c'è un uomo che va a un party di matrimonio. Also stellen wir uns vor, jemand geht auf die Party von einer Hochzeit. E lui per questa occasione ha comprato una giacca bellissima. Und zu diesem Anlass hat sich eine ganz schöne Jacke gekauft. Cammina nella strada molto contento della sua giacca. Ganz glücklich über seine Jacke läuft da auf der Straße. Però ecco un uccello che fa la sua cacca sulla la giacca. Aber leider lässt ein Vogel etwas fallen und macht sein Kaka auf diese Jacke. Eccoci sul campo di battaglia. Schon ist er an in diesem geistigen Kampf. Ecco, è arrivato il bivio. Jetzt ist diese Kreuzung angekommen. Cosa faccio? Was mache ich jetzt? Chi voglio ascoltare? Auf wen höre ich? Il maligno che mi fa arrabbiare.
Das Böse möchte mich zur Aggression verleiten. Das vielleicht sogar zum Fluchen. Forse disperare perché adesso cosa faccio, non mi posso presentare a quel matrimonio. Oder ich bin ganz verzweifelt, was mache ich jetzt? Ich kann es nicht mehr auf diese, so kann ich nicht auf die Hochzeit gehen. Soprattutto se sono il sposo. Vor allem wenn ich am Ende noch der Bräutigam bin. O scelgo di sentire lo spirito di Gesù. Oder ich wähle Jesus und seine Stimme, seinen Geist. Allora scelgo una bella reazione a questa prova. In dem Sinne würde ich eine schöne Reaktion in dieser Situation hervorrufen. Una lode da dire a Gesù. Oder vielleicht ein Lobpreis an Jesus. Dico, oh Gesù mio creatore. Und ich sage, oh Jesus, mein Schöpfer. Ti ringrazio tanto di non aver dare alli alle mucche. Ich danke dir, Jesus, dass du den Kühen keine Flügel geschenkt hast. Allora, per dire un esempio un po' divertente. Das war nur, um euch ein bisschen etwas heiteres, ein heiteres Beispiel zu bringen. Per dire che la lode ci salva in queste situazioni. Und ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass der Lobpreis uns in diesen Situationen rettet. Un altro esempio. Ein anderes Beispiel. Oggi è il compleanno del mio marito. Heute ist zum Beispiel der Geburtstag meines Ehemanns. E per questo ho fatto un delizioso tiramisù. Und ich habe ein wunderbares Tiramisu gemacht. Che lui ama tanto. Und er liebt das so sehr, diese Nachspeise. Ho preso tutto il mio cuore, ho preso il mio tempo. Ich habe meine ganze Zeit und mein ganzes Herz hineingelegt. E prima che arrivasse il mio marito, ecco, c'è una telefonata, vado nell'altra stanza. Und bevor mein Mann heimkommt, ist noch ein Telefonanruf und ich gehe ins andere Zimmer. Allora, chiacchiero per telefono, 5-10 minuti dall'altra stanza. Bin ich im anderen Zimmer am Telefon. E quando torno alla cucina, il gatto ha mangiato il tiramisù. Als ich in die Küche zurückkomme, sehe ich, wie die Katze das Tiramisu gefressen hat. Katastrophe. Ecco il bivio. Und jetzt sind wir wieder an diesem Scheideweg. È la bella reazione dire ecco il bivio, sono sul campo di battaglia. Das ist die gute Reaktion, wenn wir sagen, ich bin jetzt auf dem Feld der Entscheidung und des Kampfes. C'ho da fare una scelta. Ich muss eine Entscheidung treffen. Chi ascoltare? Wem höre ich? Allora, posso ascoltare il maligno? Ich kann auf das Böse hören. Allora, la rabbia, l'amarezza. Dann kommt die Bitterkeit, der Ärger. La ribellione. Die Auflehnung. Posso anche pensare uccidere il gatto? Ich denke vielleicht, die Katze, die werde ich jetzt töten. No, questo non viene da Dio, ovviamente. Das kommt nicht von Gott. Lo rifiuto questo. Er möchte das nicht, er lehnt das ab. E dico a Gesù, no, questi pensieri non sono da te, dico no a questi pensieri. Und ich sage nein zu diesen Gedanken und sage zu Jesus, ich will das nicht. Perché scelgo lo tuo spirito, Signore. Denn ich wähle deinen Geist, Herr. E allora cosa faccio? Und was mache ich dann? Oh Gesù, vedi questo tiramisù dove ho messo tanto il mio cuore. Oh Jesus, sieh das Tiramisu an, ich habe mein ganzes Herz hineingelegt. Forse anche tu ami il tiramisù. Vielleicht hättest du auch gerne Tiramisu gegessen. Allora sappi che questo tiramisù è tutto per te. Also, dieses Tiramisu habe ich ganz für dich gemacht. E invece di avere la disperazione, la rabbia, ho la gioia di fare un bel regalo a Gesù. Und dann
spüre ich diese Freude, dass ich dieses schöne Geschenk Jesus machen konnte. Io ho fatto una bella vittoria sul campo di battaglia. Ich habe auf im geistigen Kampf einen schönen Sieg errungen. Senti, mio Stil, quanto tempo ho ancora giù adesso? Non so, wie viel Zeit haben wir noch? Comunque continuo fin con un uomo misto. Eine Viertelstunde. Aha, 15 minuti. 15? Sì. Ok. Bene, allora va bene. Allora posso darvi un altro esempio che tutti voi capirete bene. Also ich mache ein anderes Beispiel, das ihr alle ganz gut verstehen werdet. Perché forse è il combattimento di ogni giorno per noi. Denn ich denke, es ist der Kampf, den jeder von uns jeden Tag kämpfen muss. Sono nella macchina perché voglio andare in posto dove c'è un appuntamento importante. Ich bin im Auto und ich möchte an einen Platz gehen, wo ich eine wichtige Verabredung habe. E non si tratta di essere in ritardo perché tocca il mio lavoro. Und weil es meine Arbeit betrifft, darf ich nicht zu spät kommen. Allora, Guido, e ecco, arriva davanti a me una macchina e visibilmente l'uomo non sa guidare. Also, ich fahre und plötzlich ist vor mir einer, wo man sieht, also der kann nicht fahren. È lento. Er ist langsam. E non sappiamo se vuole girare alla destra o a sinistra. Man weiß nicht, ob er rechts abbiegen will oder links abbiegen will. Ecco il bivio. Also, wieder sind wir vor dieser Entscheidung. In questa, no, sono nella prova perché devo andare velocemente. Eine Prüfung für mich, denn ich muss mich beeilen, ich muss ankommen und pünktlich sein. Maligno, profitta di questa frustrazione. Also der Böse möchte von dieser Frustration profitieren. Per mettere quel suo veleno della frustrazione. Und er möchte in mein Herz sein Gift der Frustration einsenken. Della rabbia. Der Aggression, der Auflehnung. E cioè la tentazione di suonare il clacson come un pazzo. Ja, die Versuchung, auf die Hupe zu drücken wie ein Verrückter. La tentazione di insultare quel povero uomo. Ich habe die Versuchung, diesen armen Mann da vor mir klein zu machen. Perdere la calma e fare dei gestacci. Und alle möglichen Dinge ihm zu sagen. Anche dire del male della sua mamma. Auch Schlimmes über seine Mutter zu sagen. Die wohl war. Oh, questo da dove viene? Von wem kommt das? No, viene dal maligno. Es kommt vom Bösen. Non lo voglio. Io non, ich möchte das nicht. No, signori, questi pensieri non sono da te, non le voglio. Nein, Jesus, diese Gedanken sind nicht von dir und ich will sie nicht. In campo de battaglia scelgo il tuo spirito. Ich wähle deinen Geist. E comincio a lodare il Signore. Und ich beginne Jesus zu loben, zu preisen. Cosa posso dire? Was kann ich sagen? Oh Gesù, come ti ringrazio. Oh Jesus, wie danke ich dir. Di aver messo questo fratellino davanti a me. Dass du diesen lieben Menschen da vor mich zum Fahren gebracht hast. Per farmi crescere nella pazienza. Damit ich in der Geduld wachsen darf. Perché la pazienza è un dono tuo. Denn die Geduld ist ein Geschenk von dir. E abbellisce tanto la mia anima. Und sie tut meiner Seele sehr gut. E la abbellisce per tutta l'eternità. Und sie verändert meine Seele für die ganze Ewigkeit. E grazie a questa prova somiglio di più a te. Und dank dieser Prüfung werde ich dir ähnlicher, Jesus. E allora mi inspiri, Gesù, di pregare per questo fratellino. Und Jesus wird dir helfen, dass du für diesen Menschen vor dir betest. E così ho fatto una bella vittoria sul campo di battaglia.
Und so habe ich einen wunderbaren Sieg errungen. Bene. Allora, voglio dire una cosa importante che perché qualche volta la prima reazione è quella negativa. Denn manches Mal ist unsere Reaktion eben negativ. Ma dobbiamo sapere che Gesù non ne tiene tanto conto perché sa che siamo carnali. Also dann müssen wir wissen, dass Jesus das nicht so auf die Waage legt, denn er weiß, dass wir alle Fleisch und vom Fleischlich sind. Possiamo sempre riprenderci. Wir können uns immer wieder erholen. E dire, oh, scusami Gesù, ho reagito male, adesso scelgo te. Und sofort sagen, Jesus, Entschuldigung, ich habe falsch reagiert, aber jetzt möchte ich dich wählen. Lo vediamo anche nella vita dei Santi. Das sehen wir auch im Leben der Heiligen. Ci umiliamo dopo una caduta. Nach einem Fall demütigen sie sich. E questo atto di umiliazione è anche una bellezza di più per la nostra anima. Und auch dieser Akt der Demütigung ist ein Schritt der Schönheit mehr für unsere Seele. Allora voglio leggere per voi come incoraggiamento un messaggio che la Madonna ha dato a Jakob per Natale in 2020. Und so möchte ich euch eine Botschaft vorlesen, die Gottesmutter Jakob 2020 an Weihnachten gegeben hat, um euch zu ermutigen. Cari figli, anche oggi Gesù è qui accanto a voi. Liebe Kinder, auch heute ist Jesus hier bei euch. Anche quando pensate di essere soli. Auch wenn ihr denkt, dass ihr alleine seid. E pensate che non ci sia più luce nella vostra vita. Und auch wenn ihr denkt, dass es kein Licht mehr in eurem Leben gibt. Lui è sempre vicino a voi. Er ist da, ganz nahe bei euch. E non si è mai allontanato lasciandovi da soli. Er hat euch nie verlassen und sich nie von euch entfernt und euch alleine gelassen. Il suo cuore è sempre aperto per ricevere ogni vostra sofferenza. Sein Herz ist immer offen für euch, um jedes eurer Leiden zu empfangen. Tentazione, paura e bisogno. Bereit, jede Versuchung, jede Angst, jedes Bedürfnis zu empfangen. Le sue mani sono protese verso di voi. Seine Hände sind zu euch hinausgestreckt. Per abbracciarvi come un padre. Um euch wie ein Vater zu umarmen. E dire quanto siete importanti per lui. Und euch zu sagen, wie wichtig ihr für ihn seid. Quanto vi ama. Wie sehr er euch liebt. E quanto si prende cura dei suoi figli. Und wie sehr er sich um seine Kinder sorgt. Perciò, figli miei, deshalb, meine Kinder, abbandonate il vostro cuore a Gesù. Übergebt Jesus euer Herz. E lasciate che sia lui a governare le vostre vite. Und lasst ihn über euer Leben herrschen. Perché solo lui, perché solo così, denn so, accetterete il presente, werdet ihr die Gegenwart annehmen, e potrete affrontare il mondo in cui vivete oggi. Und könnt der Welt gegenübertreten, in der ihr jetzt heute lebt. Gesù vi darà la fede. Jesus wird euch den Glauben geben. Per accettare tutto, damit ihr alles annehmt. E niente potrà allontanarvi da lui. Und dass nichts euch von ihm entfernen kann. Perché vi tiene per mano. Denn er hält euch fest an der Hand. E non permette che ve ne andiate o vi perdete. Er erlaubt nicht, dass ihr euch entfernt oder verloren geht. Nei momenti difficili,
in diesen schwierigen Zeiten, schwierigen Momenten. Perché è diventato il Signore della vostra vita. Denn er ist der Herr eures Lebens geworden. Ma voglio ripetere una cosa importante da Suor Faustina. Ich möchte euch noch etwas wiederholen, was Jesus zu Schwester Faustina gesagt hat. Sul silenzio, sul raccoglimento. Über die Stille und über die Sammlung. Figlia mia. Meine Tochter. Prova di vivere nel raccogliamento. Versuche in der Sammlung zu leben. In modo di poter udire la mia voce. Damit du dann meine Stimme hören kannst. Essa è tanto sottile, tanto dolce. Sie ist so fein und so sanft. Che possono udirla solo le anime che vivono nel raccogliamento. Dass nur die Seelen sie hören können, die gesammelt sind. La voce di Gesù, l'ho detto prima. Ich habe euch schon vorher gesagt, die Stimme Jesu è come una melodia per l'anima. Ist wie eine Melodie für die Seele, wie Musik. Un murmurio segreto. Wie ein geheimes Murmeln. Perciò la Madonna ci chiede ogni giorno di entrare nella preghiera col cuore. Deshalb bittet uns die Gottesmutter, dass wir jeden Tag in dieses Gebet mit dem Herzen eintreten. Perché venendo a Medjugorje, denn wenn ihr nach Medjugorje kommt, il suo scopo veramente, wenn sie nach Medjugorje kommt, ist ihr Ziel, di metterci nell'abbraccio intimo del suo figlio Gesù, dass sie uns in diese innige Umarmung mit ihrem Sohn führt. Ha detto, cari figli, la cosa più importante per voi. Sie hat gesagt, liebe Kinder, was ist das Wichtigste für euch? È la vostra unità con Gesù. Es ist eure Einheit mit Jesus. E tutto sarà dato da questa unità. Und von dieser Einheit aus wird euch dann alles andere gegeben werden. Perché questa unione con il cuore di Gesù. Die Einheit mit dem Herzen Jesu. Per la nostra anima è come l'inizio del cielo. Ist für unsere Seele wie der Beginn des Himmels. Allora mi raccomando. Also, ich möchte euch daran erinnern. Possiamo concludere con questa bella preghiera di Charles de Foucault. Wir wollen mit diesem wunderschönen Gebet von Charles de Foucault enden. Diesen oggi, der heute heilig gesprochen wird. Era un gran peccatore lui. Er war ein großer Sünder. Talmente peccatore che è diventato brutto, veramente era brutto. Er war so ein großer Sünder, dass er wirklich auch hässlich geworden ist. Pensava solo a mangiare, bere vino e tutte queste cose della carne. Nur an die Dinge wie Essen, an den Wein, einfach an die Dinge für das Fleisch. Per una volta ha fatto una bella confessione, si è convertito. Aber einmal dann hat eine tiefe Beichte abgelegt und hat sich bekehrt. Ha detto che dal momento che ha scoperto Gesù, von dem Moment an, als ich Jesus entdeckt habe, non ho potuto fare altro che dare completamente la mia vita a Lui. Konnte ich nicht mehr anders, als mein Leben ihm vollkommen zu schenken. Allora, penso che è la grazia che Lui vuole dare a noi oggi. Ich denke, die Gnade, die uns heute geben möchte. Di mettere proprio Gesù al primo posto nella nostra vita. Ist Jesus an den ersten Platz unseres Lebens zu stellen. Di cercare a tutti i costi l'unione del nostro cuore con Lui. Und mit aller Kraft die Einheit mit ihm zu suchen. Was es will. Con l'aiuto di Maria. Natürlich mit der Hilfe Mariens. Allora, ecco la sua preghiera, ce l'hai in tedesco? Ah, lo conosco. Dann beten wir das jetzt zusammen. Es ist ein Gebet der Hingabe an den Vater. Mein Vater, ich überlasse mich dir. Mach mit mir, was du willst. Was du auch mit mir tun magst, ich danke dir. Zu allem bin ich bereit. Alles nehme ich an, wenn sich nur dein Wille an mir erfüllt
und an allen deinen Geschöpfen. So ersehne ich weiter nichts, denn du bist mein Vater. Ich lege meine Seele in deine Hände. Ich gebe sie dir, mein Gott, mit der ganzen Liebe meines Herzens, weil ich dich liebe und weil diese Liebe mich treibt, mich dir hinzugeben, mich in deine Hände zu legen, ohne Maß, mit einem grenzenlosen Vertrauen, denn du bist mein Vater. Amen. Allora, questo è il modo, diciamo, francese, di, con lo, lo stesso spirito di Don Dolindo Rotolo. Rotolo. Das ist, sagen wir einmal, die französische Art und Weise, wie, mit dem gleichen Geist sich Jesus zu, hinzuwenden, wie ein Don Dolindo Rotolo es in Italien tat. Viel einfacher, aber mit dem gleichen Geist. Gesù, mi abbandono a te. Er sagte, Jesus, ich gebe mich dir hin. Pensaci tu. Sorge tu. Allora, questi santi, also diese Heiligen, sono delle luci sul nostro cammino di santità, sind Lichter auf dem Weg unserer Heiligkeit. Allora, per concludere, dirò che quando ricevete una prova, una sofferenza, und deshalb möchte ich euch jetzt zum Abschluss noch einmal sagen, wenn eine Prüfung oder ein Leid auf euch zukommt, subito, pensate, ecco il bivio. Denkt sofort, ich bin an einem Scheideweg, an einer Kreuzung. Voglio fare la scelta giusta. Ich möchte jetzt die richtige Entscheidung treffen. Andare dalla parte di Gesù. Auf die Seite Jesus gehen, von Jesus gehen. Per ricevere gioia, pace, luce. Um Freude, Frieden und Licht zu bekommen. Trost. E dicono al maligno che oggi attacca più che mai, come dice la Madonna. Und jetzt, in dieser Zeit, sagt die Gottesmutter, ist tatsächlich das Böse so stark wie nie zuvor, dass es uns angreifen möchte. Se fate così, wenn ihr aber so macht, wie ich euch dal jetzt vostro cuore, wird aus eurem Herzen uscirà questo flusso di pace e di luce su tutto il mondo. Dieser Fluss von Liebe und Frieden und Licht über die ganze Welt ausströmen. Affrettate, allora affrettarete la pace nel mondo. Und so werdet ihr dazu beitragen, dass der Friede dieser Welt, dass der Friede über diese, über den Krieg schneller kommt. Il trionfo del cuore immacolato di Maria. Das heißt, das ist der Triumph des makellosen Herzens Mariens. Il vostro, che è il vostro desiderio. Ich weiß, das ist euer Wunsch. Vi ringrazio. Ich danke euch. Dio vi benedica. Gott möge euch segnen. E adesso forse Padre Thomas vi benedica meglio di me. Und ich denke, Pater Thomas wird euch jetzt besser segnen als ich. Amen. Amen. Grazie, Meschi. Danke, grazie a te. Vielen Dank, Schwester Emanuel und Schwester Mechthild. Der Pfarrer Thomas, der ist leider nicht da, aber wir werden jetzt weitermachen mit dem Mittagessen und freuen uns auf den nächsten Vortrag. Es wird jetzt um 12.15 Uhr mit dem Mittagessen weitergehen. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Sie warten bestimmt schon drüben auf uns. Um 14 Uhr wird dann die Barmherzigkeitsstunde sein. Und um 14.55 Uhr, ihr findet das ganze Programm da oben, aber um 14 Uhr wird dann die Barmherzigkeitsstunde stattfinden. Genau, und um 15.30 Uhr treffen wir uns.